He in Love with a Ghetto Girl. Musik aus! Hallihallo meine Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal, heute zu einem Drogerie-Make-Up-Look. Ihr habt euch das so lange gewünscht und ich habe selber doch nie wirklich Großprodukte aus der Drogerie benutzt, aber ich habe diesmal nur Maybelline-Produkte benutzt und Maybelline gibt es in der Drogerie zu kaufen. Sprich, ich habe euch diesen Wunsch jetzt mal erfüllt und ich hoffe, euch gefällt der Look. Und wenn euch interessiert, wie ich den kreiert habe, dann bleibt auf jeden Fall dran. Ich habe ganz genau gehört, dein Fuß hat geknackst. Wenn man das jetzt in meinem Video hört, ne, und das so eine Unterbrechung ist, dann ist vorbei. Dann fährst du heute Abend wieder nach Hause. Ist nicht okay. Dann schneidest du wieder raus. Nee, schneide ich nicht raus. Freunde, ich habe ja noch nie so Full-Face-Drogerie-Make-Up-Look gemacht und es fängt auch gleich mit dem Schlechten oben an. Mein Spiegel ist gebrochen, aber ich würde sagen, wir fangen jetzt trotzdem einfach mal direkt an. Und zwar benutze ich als erstes den Baby Skin Pore Minimizer von Maybelline und meine Haut ist sowas von busted von der Fashion Week. Also wirklich, sie ist tot. Ich habe mich 10 Tage lang jeden Tag rasiert und geschminkt und meine Haut braucht wirklich ein bisschen Prep and Prime, damit das ganze Make-up auch schön aussieht, denn eigentlich muss ich meine Haut mal ein bisschen erholen, aber wir haben da gerade keine Zeit für. Deswegen einfach draufcaken. Und wenn sich der Primer ein bisschen gesettet hat, meine Stimme ist richtig überschlagen, dann benutze ich die Fit Me Matte and Poreless Maybelline Foundation in 105. Keine Ahnung, ob es überhaupt hell genug ist für meine Kalkleistenhaut, aber wir probieren das einfach mal aus. Und dafür nehme ich von BH Cosmetics die 113. Als Concealer benutze ich diesen hier. Das ist der Dream Lumi Touch Highlighting Concealer. Das war so das hellste, was ich finden konnte. Und zum Einarbeiten habe ich hier so einen Beauty Blender von Maybelline gefunden. Der hat hier so einen Stab. Dann kann ich hier so das gleich einblenden. Das werde ich dann wohl auch mal tun. Kein Beauty Blender, nur Drogerie, Freunde. Sehr gut. Wenn wir nicht wollen, dass sich was absetzt, benutzen wir Baking Powder bzw. Babypuder, um das Ganze zu setten. Jeez, habt ihr es gehört? Mit dem Sound so. Für die Augenbrauen verwende ich die Master Brow Pro Palette in Deep Brown. Und da verwende ich von MAC die 212. Ich habe meinen Angled Brush leider auf der Fashion Week verloren. Benutze dann erstmal hier ein bisschen was von diesem Cremeton. Also das ist wirklich Creme, das ist so Gel. Und puder das danach nochmal ein bisschen mit dem dunklen Lidschatten quasi ab. Und dann bessern wir das Ganze mit dem Concealer aus. Als Lidschattenbase benutze ich hier das Color Tattoo in Pink Gold. Und dann benutze ich hier aus der The Blush Nudes Palette diesen Farbton hier unten, diesen rötlichen. Und dann benutze ich die 217 und den Farbton hier unten, um das so auszublenden. Und unten trage ich wieder die Base und diesen rötlichen Farbton auf. In den inneren Augenwinkel packe ich noch dieses Color Tattoo in Infinite White und auf die Wasserlinie einen weißen Kajal. Dann benutze ich die Lash Sensational Luxurious in Schwarz einfach. So, und bevor wir jetzt Wimpern aufkleben, entfernen wir erstmal dieses Puder. Dann verwende ich das Fit Me Puder in 120, um alles ein bisschen zu fixieren und abzumattieren. Bevor ich meine neuen Lieblingslashes von Hanadi Beauty in Lyle oder so anklebe, mit dem Duo mit Vitaminkleber, benutze ich diesen schwarzen Eyeliner von Maybelline in, wie heißt der denn, der gute? Master Ink, um den Wimpernkranz oben noch ein bisschen zu verdichten. Okay.
zum Konturieren benutze ich Masterscalp in Light Medium. Und er sieht ein bisschen warm aus, dieser Konturierton, aber wir schauen mal, wie es wird. Zum Highlighten verwende ich den hellen Ton hier unten, weil mir das aus dieser Palette jetzt nicht hell genug ist. So ist es mit Make-up-Freunden, man muss da kreativ werden. Wenn man so hell ist, dass man keinen Highlighter-Ton bei einer bestimmten Marke findet im Sortiment, dann muss man einfach einen hellen Lidschatten nehmen. Es ist, wie es ist, Freunde. Make-up hat keine Regeln. Probiert Dinge aus, seid kreativ. Und dann lübt das, ne? Als Rouge-Ton verwende ich diesen hier namens Cosmopolitan, auch von Maybelline. Und für die Lippen verwende ich diesen kleinen guten Freund. Das ist so ein samtig matter Lippenmaler auf Deutsch, steht hier. Die Farbe ist heftig, Freunde, die ist einfach nur heftig. Und dann Lippenkontur ausbessern, wieder mit dem Concealer von vorhin. Und als kleines Highlight, im wahrsten Sinne des Wortes, benutze ich den Strobing Stick in der Nummer 100. Der ist cremig und eigentlich benutze ich nicht so gern cremige Produkte über mein ganzes Cake Face Make-up, weil es dann leicht mal so darunter so wegrutschen kann. Aber ich tupfe das jetzt mal vorsichtig drauf, denn der Glow von diesem Strobing Stick ist wirklich schön. Deshalb schauen wir mal, ob das jetzt was wird oder alles zerstört. Ja, das machen wir, das passt. So Cremeprodukte muss man dann gut verblenden. Und das ist dann immer so der Punkt, wenn man schon so viel Make-up drauf hat, dass man das da drunter nicht verschmiert, ne? So, meine Lieben, das war's von mir und meinem Drogerie-Make-Up-Look-Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr von diesen Drogerie-Make-Up-Looks sehen wollt, dann Däumchen nach oben da lassen und was in die Kommentare schreiben, wäre auch ganz nett. Vergesst nicht, auf meinen Social-Media-Pages vorbeizuschauen, besonders bei Instagram. Ich plane ein paar Verlosungen in Zukunft, weil ich wirklich unendlich viel Make-Up habe mittlerweile, was ich gar nicht alles benutzen kann. Und ich mir da dachte, dass es vielleicht ganz süß wäre, wenn ich ein bisschen was an euch verlosen würde. Deswegen checkt auf jeden Fall mein Instagram ab. Softbox macht hier so ein bisschen Special Effects. Ich merke schon, hat keinen Bock mehr. Deswegen beenden wir das jetzt auch einfach. Checkt Instagram ab, checkt auch gerne Musical.ly ab. Mein Snapchat Ghost ist hier irgendwo mal eingeblendet. Twitter, alles in der Infobox verlinkt. Und dann, ja, bleibt mir nicht mehr viel übrig zu sagen. Passt auf euch auf. Any last words from the Knecht? Oh, Softbox mal richtig ernst. Schnell, Jill, willst du noch was sagen? Willst du Tschüss sagen? Habt alle noch einen schönen Tag. Oh, ist sie nicht süß? Jetzt müsste eigentlich wirklich die Softbox explodieren, damit das wirklich so ein perfektes Ende hätte. Aber wir wollen jetzt mal nicht übertreiben, ne? Macht's gut, Freunde. Mm. Bye, bitch. Und jetzt flatschen. Sie spacken richtig ab. So ist es mit Shereen David. Man sieht sie in unmittelbarer Nähe, aber man kommt nicht hin. Das funktioniert einfach nicht. Die Schwester ist einfach lost.